geiles Teil, oder? Leider kann man damit aber nicht fahren. Würde sich doch eigentlich anbieten, damit hier zum Christkindlesmarkt zu fahren. Aber wir haben an der Rezeption nachgefragt. Nö, machen sie nicht. Nur zu besonderen Dingen wie, ich glaube, Filmfestspiele etc. pp. Naja, aber es steht da. Oder Hochzeit. Danke. Ja. Okay, heute ist auf jeden Fall Tag 2. Es geht weiter. Wir wollen heute auf jeden Fall eine Tour mit der Bimmelbahn machen. Und der Rest, ja, den werden wir sehen. Ne? Bis dahin, bis später. Ich wollte dich mal kurz was fragen. Möchtest du das jetzt zum Weihnachten haben? Ja. Ja? Nimmst du? Ja. Tierkacke Bingo? Ja, habe ich schon mal was von gesehen. Oder? Hast du schon mal was von gesehen? Ja, das glaube ich echt gut. Echt? Können wir dann spielen. Nice. Her damit. Aber nur, wenn du mitspielst. Ja, in Kacke kenne ich mich aus. So, wenn du in Nürnberg aus dem Bahnhof rauskommst, kommst du erstmal zum Handwerkerhof und ganz viele kleine Geschäfte hier, ganz viele kleine Kneipen auch hier. Du kannst hier Glühwein dir holen, Bier und vor allen Dingen Bratwürste. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du hier wirklich was essen möchtest, dann musst du schlicht und einfach die Nürnberger Rostbratwurst essen. Ansonsten, ja, kulinarisch habe ich irgendwie auf den Karten noch nicht viel anderes gefunden. Also als hätte ich so aus Indien mitgebracht. Mit dem Gefährt fahren wir jetzt gleich mit der Stadtrundfahrt. Bimmelbahn. Auf jeden Fall. So, und wieder angekommen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, ich hätte mich auf die linke Seite gesetzt. Ich glaube, da hätte ich noch mehr Fotos machen können, beziehungsweise Bilder. Da war ja eine riesen Stadtmauer, aber ich konnte die überhaupt gar nicht komplett gut filmen, weil, naja. Auf der linken Seite wäre offensichtlich besser gewesen. Aber wir haben das Riesenrad gefunden. Da geht's gleich rein. So Leute, jetzt müsst ihr bitte alle leise sein. Wir gehen jetzt in die Kirche. So Leute, schaut euch doch das hier an. Ich werde jetzt Krake probieren. Ey, aber ist voll fest. Boah. Schön mit Saugnäpfchen. Oh ja. Probier nochmal. Tut mir leid, aber. Tut mir leid für die Krake, die hier versterben musste, aber. Seht es einfach als Warnung. Lecker ist das nicht. Boah. Na ja. Kleine Fühlerchen. Wow. Nee, kann ich nicht empfehlen. Weiter geht's. So, und jetzt geht's ab zu Bratwurst-Röslein. Ah, ich hab so einen Hunger. Ich hab richtig Bock auf Kartoffelknödel oder so.
So, Leute, zu trinken gibt es Rotbier. Lecker. Und dazu gibt es gleich noch ein Ofenschäufele. Und zwar, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall Schweinefleisch mit Blaukraut, Apfelblaukraut, also sprich Rotkohl. Und ich habe vergessen, wie es heißt. Kartoffelknödel. Aber ihr werdet sehen. Boah, sieht das fett aus. Ich glaube, das ist eine Haxe, oder? Ich glaube, normalerweise in Bayern oder in München würde sowas als Haxe verkauft werden. Boah, krass. Das ist so zart. Und vor allem so fettig. Schön am Knusper. Hallo, das ist die größte Feuerzeugbude der Welt. Lass wo? Mal reden. Da. Da werden wir jetzt hingehen. Ja, so sieht's aus. So, Leute, also ich glaube, dass das die größte ist. Let's try it out. Abgesteckt, ja. Oh, heiß, heiß. Oh. Ich find's gut. Heiß, ne? Ja. Aber geschmacklich fand ich gestern besser. Ich auch, tatsächlich. Oder naja. Es hat die schöne Tasse gemacht. Es könnte auch die schöne Tasse gewesen sein, ja. Naja, Prost. Bisschen was von Harry Potter hier. Ich glaube, das ist der Weg hier nach Hogwarts. Ja, müssen uns mal in die Brücke stürzen gleich ein. Riesenrad, Riesenrad, Riesenrad. So Leute, wir sind jetzt hier im Riesenrad, wie ihr seht. Keiner hat Angst. Danke dafür nochmal. Und es dreht sich. Wir werden ach, immer. Wir sind gleich ganz oben. Kannst du dich bitte hinsetzen, verdammt. Angst. Wie steht ihm ins Gesicht geschrieben? Schaut es euch an. Die Videos würde ich übernehmen. Sag Bescheid. Leute, schaut euch die Aussicht an und den ängstlichen Rainer. Ja, aber ihr liegt jetzt nicht voll hier. Ja, der Klassiker. Ein Kamel. Ja.
Ist halt nicht schlecht. Ich bin um Hunger. Was hast du da Leckeres? Reibekuchen mit Apfelmus, aber das kenne ich auch von zu Hause. Ganz klassisch. Richtig geil. Da gibt es übrigens kein Besteck. Muss ich mit den Händen essen. Ich mag's. So Leute, wir lassen den Abend jetzt so langsam ausklingen mit dem ein oder anderen Glühwein. Was ich mir jetzt noch gegönnt habe, ist ein Original. Ja, wie heißt der überhaupt? Elisenlebkuchen. Einen Elisenlebkuchen. Hallo? Da ist schon Esspapier drunter. Ja, ich sehe das. Schmeckt wie Lebkuchen. Geil, hier. Wie schmeckt? Geil. Lebkuchen. Sehr schön. Okay, bis später, Leute. Ich hoffe, es hat euch der Vlog gefallen.